Nach Koma, Schauspielikone David Cassidy ist tot, 67. Hollywood muss sich von einer TV-Legende der 1970er Jahre verabschieden. Mit seiner Rolle in der Musikserie Die Patrick Familie feierte 67 seinen internationalen Durchbruch. Die Fans des Kultdarstellers machten sich schon seit Wochen Sorgen um den Schauspieler. Das Bangen war jedoch vergebens, David verstarb am Dienstag im Alter von 67 Jahren. Sein Management bestätigte die traurige Nachricht nun gegenüber Fox News. David verstarb im Kreise seiner Familie, mit einem lachenden Auge und ohne Schmerzen, die ihn die letzte Zeit so gequält hatten, berichtete seine Pressesprecherin Yvonne Giffen. Schon seit Wochen befand sich der TV-Star im Krankenhaus. Nach einem Organversagen wartete er vergeblich auf eine passende Spenderleber und musste zuletzt sogar ins Koma versetzt werden. Seit Jahren konnte der Schauspieler und Musiker seiner Leidenschaft nicht mehr nachgehen. Eine Demenzerkrankung machte es ihm unmöglich, auf der Bühne zu stehen, da er seine Texte vergaß. Für seine Rolle in Die Patrick Familie wurde er von seinen Fans trotzdem immer noch gefeiert. Hinterlässt zwei Kinder, seine Tochter Kathy und seinen Sohn Beau.